Du hast immer drei Wahlmöglichkeiten. Immer. Herzlich willkommen zu der neuen Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und ich habe mich vor kurzem auf den Weg gemacht, da ich ein Nachmittagsseminar hatte, welches ja nicht ganz so weit von mir entfernt war. Ich hatte im Vorfeld geguckt, das Seminar sollte um 14 Uhr starten. Ich wollte mich um 13 Uhr mit dem Vertriebsleiter treffen und habe gesehen, es sind ungefähr 40 Kilometer entfernt, also Stunde, anderthalb Stunden, die ich an Fahrzeit habe. Also bin ich gegen 11:30 ins Auto gestiegen, frohen Mutes losgefahren und fahre auf die Autobahn und stehe. Also etwas, was tagsüber nicht ganz so häufig passiert. Zumindest habe ich gedacht, naja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe ja auch ordentlich was an Puffer. Jetzt hatte ich gerade einen Knoten in der Zunge. Ich habe ja auch ordentlich Puffer eingeplant, also von der Seite her alles in Ordnung. Gut, ich krieche so langsam über die Autobahn und denke mir, weil ich dann in den Nachrichten gehört habe, dass der Stau auf der Autobahn relativ umfangreich und relativ lang ist, nimmst du die nächste Ausfahrt und dann fährst du halt über Land. Dauert zwar 10 Minuten länger, aber du kommst zumindest voran. Also bin ich die Abfahrt runtergefahren, denke, ich kann jetzt fahren und stehe wieder. Vielleicht kannst du dir dieses Gefühl vorstellen, was so in mir hochgekommen ist. Das waren Aggressionen, die nicht zu beschreiben sind, wie es mir da ging. Weil ich natürlich die Uhr hab ticken sehen und gedacht habe, super, so ein, ich mag das Wort gar nicht ausdrücken. Also ich war mehr als auf 180, weil ich einfach schon einiges an Zeit im Stau verplempert habe und gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht vorwärts komme, die Zeit voranschritt und mein Seminar um 14 Uhr losgehen sollte. Ja, irgendwann konnte ich wieder so ansatzweise klar denken. Weil vielleicht kennst du das auch, wenn du in so einem Wutanfall bist, dass das irgendwie mit dem Klardenken nicht wirklich funktioniert. Also ich hing in meinem Auto unter der Decke, beziehungsweise gefühlt sonst wo unter der Decke. Ja, aber dann kam irgendwann wieder das Denken in den Kopf. Und ich habe mir gedacht, ich sitze jetzt hier in dieser Situation und ich habe, wie bei allen Dingen im Leben, drei Wahlmöglichkeiten. Akzeptieren, ändern, abhauen. Meine erste Überlegung war, ich haue ab. Ist mir jetzt alles egal. Ich lasse das Auto hier stehen, wo es ist, steige aus, nehme meine Handtasche und gehe irgendwo netten Kaffee trinken. Nach mir die Sintflut. Allerdings habe ich mir dann auch überlegt, welche Folgen daraus entstehen. Also wenn ich abhaue, zum einen, wenn sich der Stau wieder auflöst, was passiert dann mit dem Auto? Ganz profan. Zum anderen aber auch, wenn ich jetzt abhaue, was bedeutet das für mich und für den Auftraggeber und welche Folge daraus habe ich? Sodass ich dann die Folge daraus nicht tragen wollte. Also habe ich dieses Abhauen gestrichen. Die zweite Überlegung, die dann in den Kopf gekommen ist, war ändern. Ich würde die Situation unwahrscheinlich gerne ändern. Ich habe mir einen Teleprompter herbeigewünscht, der ist aber leider nicht gekommen. Also in irgendeiner Art und Weise, dass mich irgendjemand oder irgendetwas dort zu meinem Auftraggeber hin beamt, hat nicht funktioniert. Dann habe ich überlegt, wie kann ich die Autos um mich herum ändern? Sehr skurrile Ideen und Gedanken sind mir da in den Sinn gekommen. Ich habe aber auch gemerkt, das Ändern
was so als Ideen und Gedanken gekommen ist, liegt nicht in meiner Macht. Also habe ich es auch zur Seite geschoben. Und habe mir dann überlegt, ich akzeptiere die Situation. Habe bei dem Vertriebsleiter nochmal angerufen. Seine Antwort war, ach, wenn Sie da stehen. Genau, da stehe ich. Und habe mir dann überlegt, akzeptieren, was mache ich jetzt mit der Zeit? Ich habe mir dann ein sehr, sehr spannendes und interessantes Hörbuch rausgesucht, habe das angemacht und habe einfach die Zeit mit diesem Akzeptieren verbracht. Weil ich mir nämlich auch überlegt habe, das war ein etwas kritisches Thema, was ich den Nachmittag auf der Agenda hatte. Da habe ich mir nämlich auch überlegt, wenn ich mit einer richtig schlechten Laune zu so einem eher kritischen Thema komme, wie ist dann meine äußere Wirkung bei meinen Teilnehmern und wie sehr kann ich mit dieser eher schlechten Laune meine Teilnehmer mit diesem kritischen Thema beglücken und sie davon überzeugen, dass dieses kritische Thema doch eine gute Sichtweise hat. Und habe dann bei dem Akzeptieren auch gemerkt, dass es für mich viel hilfreicher ist, wenn ich mit guter Laune zu diesem Auftraggeber komme, habe meine Situation akzeptiert, ja, und bin, und das in meinen 11 Jahren Trainertätigkeit, das allererste Mal bisher zu spät zu einem Seminar gekommen. Ich habe nämlich 3,5 Stunden für 40 Kilometer gebraucht, habe die Situation aber akzeptiert, habe das Beste draus gemacht, weil ich für mich keine andere gute Wahl gesehen habe. Und das ist das, was ich dir auch mit auf den Weg geben möchte. Du hast immer in jeder Lebenssituation die Wahl. Du kannst deine Situation, in der du bist, akzeptieren. Du kannst deine Situation, in der du bist, ändern. Natürlich hat das Ändern auch immer eine gewisse Form der Konsequenz. Und du kannst auch abhauen aus deiner Situation heraus. Auch das hat natürlich eine gewisse Konsequenz, keine Frage. Nur die Möglichkeit hast du. Und deswegen mein Appell an dich, wenn du etwas ändern möchtest, wenn du Lust auf Veränderung hast, geh durch diese 3 Wahlmöglichkeiten, die nämlich bei uns aus der Evolution herauskommen, aus dem Stammhirn. Damals hatten wir immer 3 Möglichkeiten, nämlich Kampf, Flucht, Lähmung, was in der heutigen Zeit akzeptieren, ändern, abhauen ist. Nutze deine Wahlmöglichkeiten und wähle, da freue ich mich drauf, mich einmal live zu erleben bei Verkaufsfrequenz Live. In 2019 gibt es mindestens 3 Termine, in denen du mich live erleben kannst, wo ich dir noch mehr viele spannende Dinge zum Thema Verkaufen, Empathie und Mindset präsentieren möchte. Die Kontaktdaten und die Infos zu den 3 Live-Terminen findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.